hier bewegt ihr Schultermuskulatur und den oberen Rückenbereich. Bei diesem Gerät habt ihr hinten so eine rote Markierung. Diese soll, dass hier auch angezeigt ist, in Schulterhöhe sein. Das bedeutet, ich rutsche jetzt hier einfach mal hier runter. Dreht die Griffe nach innen. Ganz wichtig, wenn ihr Schwung nehmen müsst, dann ist das Gewicht zu hoch.